So, erstmal sollte Terik nicht in erster Reihe stehen, sondern Myrrhom. Aber apropos Terik, der hat uns eine interessante Geschichte erzählt, dass in der Nähe von Oberorken wir eine alte Zwergenmine finden könnten und da mal nach dem Rechten sehen. Das klingt doch nach einem sehr lohnenden Zeitvertreib. Gucken wir mal ganz kurz, wie wir von hier aus am besten nach Oberorken kommen. Ich glaube, das war hier oben bei Felstein irgendwo. Ja, da wäre Oberorken. Na, ist ein strammer Fußmarsch. Ich denke mal, wir sollten lieber dem Fluss hier folgen Richtung Torwahl und uns da ein wenig umhören. Vielleicht können wir da noch irgendwelche anderen Gerüchte aufschnappen, was wir denn so in den nächsten 2 Jahren noch so alles erledigen können. Denn 2 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Natürlich könnten wir unsere Truppe auch einfach ihrer Wege gehen lassen und uns dann erst wieder melden, wenn die Zeit soweit verstrichen ist. Aber solange wir noch wissen, was zu tun ist, sollten wir das auch tun. Wir könnten von hier aus nach Kravik reisen. Das klingt doch gut. Vor euch erstreckt sich ein sumpfiges Bachufer. Ah, ja, ja. Wir haben uns langsam satt mit dem ganzen Sumpf. Myrrhom meint, dies wäre ein guter Platz, um die Reise zu unterbrechen und ein paar Kräuter zu suchen. Außerdem ein günstiger Platz für eine Jagd. Nein, nicht unbedingt im Sumpf. Jalen hat großen Hunger. Oh. Myrrhom ist aufgefallen, dass ihr früher einmal einen Pfad nach Westen in den Wald geführt hat, der jetzt aber zugewachsen ist. Das heißt, da muss mal irgendein Gebäude gewesen sein. Da gucken wir doch mal ganz kurz hin. Bereits nach wenigsten Dutzend Schritt erweist sich der Pfad als gangbar. Nur selten müsst ihr euch mit der Waffe einen Weg bahnen. Wir wollen den Weg natürlich weiterverfolgen. Währenddessen sie jallen aber ganz schön hungrig. Gucken wir noch, was wir an Proviant haben. Wir haben doch jede Menge dabei. Dann gibt doch der arme Jallen mal ein Paket davon ab. Für den großen Hunger. Dann gehen wir gleich auch jagen. Und finden Wasser, können was Essbares erlegen. Sehr schön. Dadurch dürfte sich das Hungerproblem erledigt haben. Genau. Und du kannst mal wieder Gegenstand wegwerfen. 8 Stück. Oh, die Pfeile sehen nicht gut aus. Wir hatten doch 40 Pfeile gefunden gehabt. Genau, gib die mal ab. 20 Stück an Jallen. Und den Rest bitte an Myrrhom. Genau. So, Wachen stellen wir auch noch auf. Kirugon, Terik, Gwendolyn und schlafen. Dann schauen wir mal, wo der Weg hinführt. Nach einer Weile wird der Weg deutlich schlechter, um sich schließlich ganz im Gestrüpp zu verlieren. Kein Wildwechsel, Bachlauf oder ähnliches Wegmarken oder ähnliche Wegmarken weisen euch die Richtung. Und auch der Sonnenstand ist im dichten Wald kaum abzuschätzen. Wir könnten uns versuchen, mit dem Säbel jetzt einen Weg zu bahnen. Oder versuchen, das Dickicht zu umgehen. Nee, irgendwo ist hier ein verwahrloster Platz. Also eine alte Ruine oder ein Hof oder dergleichen. Da sollten wir uns lieber einen Weg bahnen. Vielleicht ist genau in diesem Gestrüpp das, was wir suchen. Oder wo wir einfach neugierig drauf sind, was es ist. Nach 4 Stunden mühseligen Gekrauches könnt ihr schließlich wieder einen Pfad entdecken. Und sind jetzt total erschöpft, dass wir gleich wieder schlafen müssen. Also ja, wir haben den ganzen Tag damit verbracht, uns da durchzuplacken. Arme Gruppe. Und wir könnten auch kein frisches Kaninchen erjagen. Schade, schade. Dann muss es halt Trockenration sein. Am Wegrand erkennt ihr einen Felsüberhang. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Nein, wir reisen weiter. Wir wollen jetzt gucken, wo dieser Weg hinführt. Myrrhom fordert euch auf, stehen zu bleiben. Am Boden ist eine schwache Fährte zu erkennen. Das wird dann wahrscheinlich eine Tierfährte sein und nicht das, was wir eigentlich gesucht haben. Aber lassen wir uns einfach ein wenig ablenken. Wir sind ja eh recht ungebunden zurzeit. Die Spur stammt eindeutig von einem Hirsch, was euer Jagdeifer natürlich besonders anspornt. Stunde um Stunde quält ihr euch durch den dichten Wald, dauernd bemüht, so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Ihr reißt euch die Haut an Dornhecken auf und ruiniert euch fast ihre Kleidung, aber schließlich werden eure Bemühungen vom Erfolg gekrönt. An einem Bachlauf steht ein kapitaler Hirsch, ein 14er.
Nee, ein 14-Ender. Und betrachtet offensichtlich sein Spiegelbild im Wasser. Aha, ein sehr eitles Tier. Der Hirsch ist völlig in der Betrachtung seines Spiegelbildes versunken. Wer soll in eine günstige Schussposition gehen, um das Tier zu erlegen? Natürlich Mürrem. Mürrem schleicht vorsichtig näher heran, erhebt sich aus seiner Deckung und schießt in schneller Folge zwei Pfeile auf den 14-Ender ab. Firon ist Mürrem heute nicht gnädig. Beide Pfeile verfehlen ihr Ziel. Der überraschte Hirsch wendet sich zur Flucht. Wollt ihr das Tier verfolgen oder umkehren und den Weg fortsetzen? Wir sind jetzt schon so weit vom Weg abgekommen. Dann wollen wir auch das Tier weiterverfolgen. Ihr könnt zwar deutlich die Spur erkennen, die der Hirsch hinterlassen hat, aber das Tier scheint wie vom Erdboden verschluckt. Nach 2 Stunden vergeblicher Suche brecht ihr die Jagd ab und kehrt auf den Weg zurück. Schade. Da fällt mir ein, wir sollten vielleicht mal die Kristallkugeln zurück zu Mürrem geben. So. Und neue Wachen aufstellen, wie gehabt. Jagen sollten wir auch wieder. Diesmal keinen Hirsch, sondern bitte nur irgendwas Einfaches. Findet kein Wasser, kann aber was Essbares erlegen. Das soll uns auch reichen. So, langsam haben wir uns auch von den ganzen Strapazen in dieser Orkhöhle erholt. Und wir finden einen Platz, um gut Kräuter zu sammeln. Nein, wir reisen weiter. Und wir sind schon viel zu weit weg, anstatt hier, als dass hier auch irgendeine Ruine sein könnte. Anscheinend haben wir einfach nur einen alten Weg gefunden, der die Dörfer von da nach da verbunden hat. Dadurch sparen wir uns den Weg hier unten rum, auch wenn es hier doch wahrscheinlich länger dauert, wegen dem ganzen Gestrüpp und dergleichen. Aber na gut. Heute ist Fest der Freuden. Gerubon, Tirik und Gwendolin, die Wache schieben müssen, werden bestimmt nicht so empfinden. Und sie findet Wasser sehr gut. Schlafen, wir würden doch bald ganz gerne in der Zivilisation wieder ankommen und ein richtiges Bett bestellen. Der Pfad ist nur ausgesprochen schlecht zu erkennen. Kein Wunder, dass dieser Weg aufgegeben wurde. Urplötzlich endet der Weg vor einem ausgedehnten Dickicht. Wir versuchen diesmal einen besseren Weg zu finden, weil das letzte Mal 4 Stunden Plackerei, das ist doch sehr, sehr anstrengend. Also, ein besserer Weg. Sich im Wald zu orientieren ist zwar schwierig, als ihr euch vorgestellt habt, aber schließlich findet ihr wieder einen gangbaren Weg, der die gewünschte Richtung führt. Schön. 1 Dutzend Karine. Na komm, wenn wir schon keinen 14-Ender schaffen, dann doch wenigstens eine Karine. Also versuchen einen zu schießen. Ihr hebt euch aus der Deckung und nehmt die Tiere aufs Korn. Blattschuss. 2 Karine brechen wie vom Blitz getroffen zusammen. Na, sehr schön. Haben wir wenigstens gut was zu essen. Ja, wir haben viel zu essen. Okay. Ups, zurück. Aber wir müssen jetzt trotzdem nochmal jagen gehen. Wegen dem Trinken. So, und Wachen sollten wir wie immer auch aufstellen. Zack, zack, zack. Und mit etwas Glück sind wir morgen in einer Stadt. Und dann werden wir uns gleich eine Suite leisten. Ihr gelangt wieder auf einen befestigten Weg. Allen Anschein nach scheint es die Straße von Peilin nach Overmund zu sein. Wollt ihr nach Peilinen oder nach Overmund? Dazu müsste ich jetzt erstmal wissen, in welcher Richtung was liegt. Nehmen wir mal nach Peilinen. Problemlos setzt ihr euren Weg nach Peilinen vor Ort, wo ihr nach einigen Stunden Reisen endlich angelangt seid. Gut, ich weiß jetzt immer noch nicht, ob es die richtige Richtung war. Aber wir schauen uns hier erstmal um. Da schon wieder ein Ausgang, aber irgendwo gibt es doch bestimmt eine Herberge, wo wir ein paar Silbertaler lassen können. Ah, da sind 3 Stück, sehr gut. 16 bis 3 Uhr,
Das ist wohl eine Taverne. Und Travias Ruhm. Erstmal essen wir etwas, das wir nicht selber erjagen mussten. Und es war auf jeden Fall gute Hausmannskost. So, das war Schritt Nummer 1. Und jetzt eine Suite für... Ach komm, 2 Tage. Und wir ruhen uns erstmal richtig schön aus und säubern uns und unsere Kleidung. Vor allem die Stiefel dürften ja einen halben Sumpf dabei haben. Apropos Stiefel, haben wir überhaupt die noch alle an? Nee, Derek hat keine Stiefel mehr. Erlen hat auch keine Stiefel mehr. Das sollten wir gleich mal ändern. Gibt es hier noch einen Krämer? Oder gibt es das nur beim Waffenhändler? Nee, wir brauchen einen Waffenhändler. Was, wie wir wissen, manchmal nicht so einfach ist, wie es scheint, einen Waffenhändler zu finden. Aber wir haben Glück. Kaufen? Wir hätten gerne... Stiefel? Stiefel. 1, 2 Stiefel. Da wird nicht gefeilscht. So. Auch wenn 2 Dukaten für 2 Stiefel ganz schön happig ist, aber na gut. So. Hat der arme Terik auch wieder Schuhe. Und Jalle natürlich auch. So. Raus. Und wir gucken jetzt mal, wo wir gelandet sind. Ich nehme einfach mal den Westausgang. Ah ja, es war die gute Wahl. Wir sind weiter in Richtung Torwall gelangt. Schön. Wir wollen jetzt nach Breida. Ah, eine Herberge. Nein, danke. Wir gewaltmarschieren mal Richtung nächsten Dorf, aber schaffen es nicht. Dann halt Wachen aufstellen, einmal jagen und schlafen. Breida, Breida. Ich glaube, da sind wir schon einmal durchgelaufen. Aber da war nichts. Was sagt die Karte? Ja, wir sind einmal da rum, da wieder raus. So. Ein Tempel. Aber wir haben nicht mehr wirklich viel Gold, um zu spenden. Nach Serske. Oh, okay. Oh, Goblins. Dahin. Abwarten. Du verpasst dem einen. Du gehst einfach nur weg. Du kümmerst dich mit um den da und fängst den anderen ab. So, Schritt zurück. Goblin Nummer 1. Schon Goblin, nicht Nummer 2. Ausholen und zurück. Ja, da flieht der andere auch schon. So ist's recht. Du kannst von hier aus nicht schießen, also solltest du auch nicht im Weg stehen. Dann gehen wir dahin. Abwarten. Abwarten. Und warum jetzt? Gucken wir mal. Und, ja, hat nicht gereicht, schade. Abwarten. Schritt zurück. Zack, na also, unter anderem wird wohl fliehen können. Jo, 6 Abenteuerpunkte, sonst nix. Gerogon, zurück. Quendlen, jagen, verkneifen uns dieses Mal. Wir müssten noch genug Vorräte haben. Und wir reisen weiter. Ein idealer Rastplatz. Nein, wir haben es erst Mittag. Ah, wir erkennen eine schwache Fährte. Aber nein, die Spur ignorieren wir diesmal, denn es sind bestimmt wieder irgendwelche Wildtiere und das müssen wir nicht unbedingt haben. Sollten wir irgendeine andere Fährte finden oder einen Pfad, dann ist es natürlich was anderes. Aber Essen haben wir jetzt wahrlich mehr als genug. So. Trotzdem müssen wir halt immer wieder jagen gehen, um die Balken aufzufüllen und die Wasserbeutel. Wachen hatte ich glaube ich noch nicht. So. Weiterreisen. Wir sind in Serske. Hier waren wir noch gar nicht. Aber ich denke mal, es ist doch relativ klein. Oh, hat 3 Ausgänge. Wo führt denn... Oder habe ich mich verguckt? Nee, hier ist ein Hafen.
Es gibt einen Hafen nach Efferdun. Das müsste dann südlich von hier sein. Wollen wir also erstmal nicht. Da ist Merske, südlich von Serske. Und da unten ist Efferdun. Ja, nee, wir wollen nach Thorwall. Und hier mal ein wenig unsere Fühler ausstrecken. Was es denn noch so für Gerüchte gibt. Wir haben von einer Taverne zu den vier Winden gehört. Dass man da wohl recht viel mitbekommen würde. Am Entehaken. Aber eine spezielle Kneipe in Thorwall zu finden, das wird schon eine Weile dauern. Was haben wir denn hier? Ein goldener Aal. Ob das Ganze so viel besser macht, dass der golden ist? Da sind noch zwei. Und die Sonne geht unter. Ah, ist doch genau die richtige Zeit, in Taverne zu gehen. Wir würden gerne in die Taverne. Schwert und Zauberei. Nein. Betrunkener Kaiser. Viel zu viele Tavernen. Der brünstige Eber. Glückliche Zechpreller. Dass ein Wirt freiwillig seine Kneipe so nennt. Aber na gut. Effertstrunk. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drin geschlafen. Das haben wir hier unten direkt beim Hafen. Der letzte Held. Da waren wir auch schon mehrfach drin. Drachenschiff. Ja, nee. Wir gehen erstmal in den nächsten Tempel und speichern dort ab. Und dann gucken wir uns danach um, ob wir irgendwo diese Taverne finden. So, LP 92 und wir sehen uns gleich wieder.